Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bewerbung für Seven vs. Wild. Ich heiße Clara und ich bin 24 Jahre alt und studiere aktuell Geografie und Geologie im Bachelor mit dem Ziel, dann noch einen Paläontologie-Master hinterherzuschieben. Ich bin als Kind 6 Jahre in Portugal aufgewachsen, in der Natur, mit 2 Biologeneltern. Das heißt, immer wenn wir draußen waren, haben wir gelernt, welche Pflanze da ist, ob man die essen kann, welche Tiere da sind, ob die giftig sind oder nicht. Und ich hatte auch als Kind schon viel mit Schlangen zu tun, weil in Portugal gibt es verschiedene Schlangen. Und da habe ich dann als Kind halt auch die Erfahrung gemacht, von denen gebissen zu werden oder die mal zu halten. Das heißt, ich weiß, wie man Schlangen am besten hält. Wir waren eigentlich immer draußen und haben alles gegessen, was wir finden konnten, was essbar war. Dann nach meiner Schule war ich 10 Monate in Neuseeland und das war sehr spontan. Das war mit eins der größten Abenteuer, die ich bisher erlebt habe, weil ich kurzfristig, also 2 Wochen vorher, die Möglichkeit bekommen habe, nach Neuseeland zu reisen. Und ich habe dann halt gesagt, ja, wenn ich da schon hin kann, dann möchte ich gerne auch meinen Geburtstag da verbringen. Das heißt, ich müsste jetzt in den nächsten 2 Wochen fliegen. Neuseeland war sehr toll. Ich bin da viel gewandert, auch mit Übernachtung dazwischen. Ich habe viel gezeltet. Ich bin von Klippen in kleine Flüsse reingesprungen. Ich bin in Gletscherseen schwimmen gegangen. Die hatten zum Teil nur so 10 Grad. Ich habe Wildpferde trainiert und zu dem Standpunkt, wo die mit uns am Strand ausreiten gehen konnten. Und ja, ich habe einfach sehr viele Abenteuer dort erlebt. Ich bin auch auf einen Gletscher gewandert und habe 20.000-jähriges Eis gegessen. Es war sehr schön frisch, wie man sich vorstellen kann. Und habe Paragliding gemacht. Das war eine große Überwindung, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen. Immer wenn ich jetzt auf irgendeinem Gipfel von einem Berg war, habe ich mir gewünscht, ich hätte jetzt einen Paragleitschirm dabei und könnte jetzt einfach da runterspringen und dann ins Tal segeln, weil der Abstieg macht ja nicht so viel Spaß. Dann kommen wir jetzt zu meinem kleinen Abenteuer sozusagen. Es ist nicht wirklich ein Abenteuer, was ich jetzt nur heute erlebe, weil es schon ein paar Jahre läuft sozusagen. Aber das Pony, was ihr eben gesehen habt, auf dem ich gerade drauf sitze, ist die Panja. Ich habe die Panja bekommen, da war sie 8 Monate alt, also ein Fohlen. Und in den letzten Jahren habe ich sie ausgebildet und eingeritten, wie ihr sehen könnt. Das ist ein großes Abenteuer gewesen, weil ich zwischendurch in Neuseeland war und einen ziemlich heftigen Reitunfall hatte. Ich habe alles mit Panja selbst gemacht. Sie hat mich oft angestiegen, sie hat mich 2-mal getreten, aber seit ich sie reite, auch jetzt hier, läuft sie ganz entspannt mit dem Knotenhalfter. So habe ich sie eingeritten und ich dachte mir, dass wir heute den Ausritt nicht so machen wie immer, sondern ich reite nach Karte. Ich blende da einen Screenshot ein dann von der App, wo ich mir das geplant habe. Ich kenne nur einen Teil der Route, das heißt, ich werde zwischendrin auch immer mal wieder navigieren müssen. Wir können mittlerweile auch über Gräben springen oder Baumstämme oder was auch immer wir so finden. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie schnell wir so können. Ich hatte ja auch am Anfang angedeutet, dass ich in Portugal aufgewachsen bin. Die erste Zeit davon haben wir sogar
nur Rohkost gegessen. Also man kann das auch googeln. Das bedeutet halt einfach nichts Gekochtes, nichts Gebackenes oder sonst irgendwas. Also halt Obst, Gemüse und so Sachen. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich die Woche dort in den Tropen durchaus gut durchhalten kann, weil ich kenne das, einfach nur Obst zu essen. Jetzt kommen wir in neue Gefilde. Also hier bin ich mit ihr noch nie hochgeritten. Deswegen guckt sie jetzt die Marshmallows hier auch so an. So, und genau das ist das Problem beim Kartenplanen aus dem Haus. Weil es regelmäßig Wege gibt, die es eigentlich nicht mehr gibt. Aber wir sind geländegängig, deswegen kommen wir da jetzt durch. Aber genau das ist Teil des Abenteuers und Teil der Erkundungen zusammen, dass man eben auch mal solche Wege dann geht. Ich würde mich als sehr kreativ bezeichnen. Ich bin letztens spontan den 42 Kilometer Mammutmarsch in Heidelberg gelaufen. Das war sehr schön, das hat voll Spaß gemacht. Ja, ich bin einfach sehr gerne sehr viel draußen. Ich bin sehr naturverbunden, unter anderem durch meine Kindheit in Portugal. Der Sommer ist meine Lieblingszeit des Jahres. Es ist warm, es ist sonnig, es ist grün. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind gleich wieder zu Hause. Der Ritt hat sehr gut funktioniert. Die Strecke, die ich mir rausgesucht habe, hat fast funktioniert. Ein paar Wege waren nicht vorhanden. Ich blende hier mal ein Bild ein von dem geplanten und von dem, was ich geritten bin. Ich denke, dass meine Stärken definitiv in der Erfahrung in der Natur liegen. Ich habe schon so oft draußen geschlafen. Ich war viel wandern und kenne Tiere und Pflanzen. Außerdem habe ich durch die Pferdearbeit sehr viel gelernt, was es bedeutet, die Gedanken zu kontrollieren. Also in Situationen, wo man beispielsweise Angst hat oder so, ruhig zu bleiben und durchzuatmen und weiterzumachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bei Seven vs. Wild Staffel 2 dabei sein dürfte.